Ja, ETUs, aber auf den Bearing, logischerweise. Ja, aber habe ich. Ah, jetzt so. Geil. Das sieht ja geil aus. Bitte verstell nichts. Ich verstell nichts, will trotz, ich stell da rum, ich merke mal aber, was ich verstelle. Geil. 120 geht. Benzinfahren ist das langweiligste auf der Zeit, was geht. Aber natürlich, Boss, ich mach Farm gerne wieder Benzin zigtausende. Den auf Level 3 musst du auf Level 4 bringen. Ja. Der 8 kostet. Oh. Oh. Ich organisiere mal kurz ein Component Kit. Great Streets auf Stufe Max up. Ey, ich hatte doch gerade neun Component Kits. What the fuck? Und jetzt Oh, geht's wie viele los. Blöcke hier drin in dieser Wand stecken. Oh, was ist das denn hier für eine Bautechnik Ich habe mir überlegt, überlegt? ich habe vielleicht, das ist ein Experiment. Ich weiß, ich glaube, dass die Roboter immer nur eine Blockreihe tief bauen können. Das heißt, die müssen erst die eine Reihe Ach. weglöschen und dann kommen noch mal die andere, wo die noch gar nicht vorher dran. Und so spare ich vielleicht ein bisschen. Ich weiß aber nicht. Ist ein Experiment. Mal sehen. Habe ich im YouTube. Habe ich auf YouTube gesehen. Rein zufällig. Bauen die denn 3x3 ab? Ich weiß es nicht. Ich glaube nur 2x2 oder so. Keine Ahnung. Ich habe da keine Erfahrung mit. So, jetzt geht's los. Ready to rumble. Ich sag, wir verkacken. Ich sag, wir siegen. Denke ich nicht. Ich habe einen Hammer. 3, Zwei. 2, Eins. 1, let's go! Action! Ach du Scheiße. Das sind diesmal ein paar Fühle. Darf ich das anmerken? Ja. Ich hoffe nur, dass sie bei mir nicht durch die Wand durchbrechen. Scheiße, einer ist durchgebrochen. Okay, bin gerade ein bisschen beschäftigt. Sonst würde ich helfen. Hat doch wieder halbwegs geklappt. Nichts ist kaputt gegangen. Wo ist denn einer durchgebrochen? Hier. Was für einer? Ganz an der Ecke. Ein Heybot, aber ich habe ihn genau geklappt. Okay. Und da ist ja halbwegs okay. Schade, dass man nicht irgendwie. Ich hätte gern so einen Ölstaubsauger. Da ist eine Kiste. Kiste. Component Kit. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Component Kit. Nee. Gasoline. Bereit machen. 3, 2, 1. Ach du Kacke. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ah! Oha. Abandon Mission. Ich locke die Farmbots erstmal von der Base. Du Ja, okay. hältst so lange hierhin. Folgt mir. Ja, genau. Alle hinter mir her. Ja, aber sag bereit, wenn du Ich bereit kümmere mich bist. erstmal, ich kaum, ich kümmere mich einmal um die. Ja. Ich Gott, kann oh nicht mein in den Gott, die Kampf laufen gehen. alle. Die kommen gerade alle auf uns zu. Oh Gott. Na, dann versuche ich wieder. Alle hier, die sind alle hier. Hä? Lass mich in Ruhe. War's das? Leider.
Wo ist der denn durchgebrochen jetzt schon wieder? Ach, da. Nicht. D, hier ist der durch. Ach, shit. Leck, Kumio, ey. Also eigentlich ist aktuell unsere Taktik, der eine lenkt die ab, der andere nimmt die Außenseiter weg und dann ist Katastrophe. Können wir uns eigentlich mal einen vernünftigen Sitz kaufen oder so? Weil ich will nicht immer auf die Toilette mitfahren, das ist mir unangenehm. Wo ist eigentlich meine Toilette? Bau dir einen Sattel, den können wir dann direkt auch für die. Wenn du dir einen Sattel baust, den können wir dann auch direkt für die. Für das Geschütz, wenn wir irgendwann meins haben, benutzen. So ein Dreiwassersattel. Ja. Oh, ich habe die Kuh gesägt. Ach du Scheiße. Das kostet Was? aber Komponenten nicht, ja. Good, say goodbye. Component Kids. Ich bin dann so in einer Minute da, ne? Mit dem Sattel. Ja. Lacht sich gerade kaputt, dass ich einmal umgekippt bin und kipp. Okay, meinetwegen eine Fadudo. Ich darf fahren. Also das wird zu leicht. Geil, man kann da richtig driften. Guck. Müssen wir hier irgendwas loswerden? Nee, ne? Wenn ihr Bananen nehmen, wie du sagst, fahr einfach, darf ich, du weißt nicht, fahr einfach die Straße weiter. Okay. Oh. Oh, krass. Also ich finde, dein Auto hat ja echt einen starken Wendekreis. Nee, das mag ich nicht. Was? Ich finde das nicht so gut. Den Wendekreis oder was? Das driftet mir zu viel. Das finde ich auch. Muss man ja vorsichtig fahren. Komm, passen wir da durch? Jawoll. Ah, jetzt weiß ich, doch, ich weiß wo. Da hinten ist die, ich weiß. Oh! Ich habe übrigens hier auch dafür gesorgt, dass die Bautzen nicht direkt immer den Sitz wegsnipen, deswegen sind wir jetzt hier so ein bisschen tiefer. Ja. Nicht so offen. Ist vernünftig. Weil du nicht dem. Obwohl das auch. Weil du nicht Bock hast, dass wir wieder dieses Problem haben. Dann können wir ja gleich zu seiner großen Okay. Station. Also, was wollen wir zuerst? Bananen? Erst Orangenwald, davon haben wir am meisten. Okay. Okay, dann verbinde ich mich mal mit dem Abzug. Ja. Erste Ladung. Mach mal schneller. So, wir müssen umdocken. Umdocken, wo jetzt? So. Bananen. Wobei erstmal Blaubeeren, erstmal Blaubeeren. Erstmal Blaubeeren. Wobei wir da nur 10 haben. Ach, du hast. Ich hab dir doch gerade 10 gegeben. Ja, das und ich habe 9. Ja, dann haben wir 19, nicht 10. Ja, soll ich die da jetzt alle reinballern? Ja, hau weg den Dreck. Ich meine, Blaubeeren. Das war's. Ja, zu Bananen wird immer. So. Also ich glaube, das geht so rückwärts, ist das relativ praktisch. Pass auf. War's das schon mit Bananen? Das war Hallo. alles. Na tolle Wurst. Wie kriegen wir Du hättest vielleicht das Auto näher ranfahren sollen. Na, hätte Fahrradkette. Und jetzt noch so ein Dach aus Früchten. So. Wir haben ein Früchtchen, das schaffen wir. So. Guck mal, es sieht doch geil aus.
Es sieht halt auch gar nicht überladen aus, ne? Nö, sehen Warum wir auch ist da nicht. eigentlich so ein Klecks Bananen auf dem? Weil irgendjemand seine Bananen geeatet hat. Das war ein bisschen zu viel. Ich hab nur einen gemacht. Okay. Aua. Du, jetzt haben wir ein Problem. Du kannst einfach nur nicht fallen, gib's doch zu. Ja, Zielwasser hast du auch nicht getrunken, ne? Ich fahr lieber. Du kannst nicht fahren. Wir haben mittlerweile Erfahrung, ne? Oh, Oh, du Scheiße. hast... Fahr mal weg. Nichts passiert. Fahr weg, schnell. Ich hänge im Radkasten fest. Was machst du auch im Radkasten? Komm, wir fahren zusammen. Nein. So, bist du jetzt aus dem Radkasten raus? Nein. Jetzt. Da sind wir auch schon. So, Verdruff. Soll ich gucken, ob wir schon mal das... Hast du die Blaubeeren schon eingesaugt oder ist die Blau das Blaubeer noch drauf? Wir könnten uns. Trade dir eine normale Spotgun. Ich habe eine normale. Hä? Ah, lol, ich hab sogar. Ich bin out of ammo. Ich hab Ammo, war nicht viel. Aber wir haben eine Kanone. Farmboard Wir sind auf. halt jetzt einfach Stopp! nicht. Stopp! Component Kits auf Beinen! Jetzt halt mal. Bleib mal stehen. Yes? Nicht Mist. getroffen. Ich habe einmal getroffen, das muss ich jetzt aus. Wo ist der scheiß Farmbot? Mist, leer. Component Kit, Component Kit, Component Kit. Betrug. Und hinter dir ist ein Roboter, der gerade an uns knabbert. Dann steig aus und klatsch ihn. Mach mal Kettensägen an. Hab ich. Das geht! Geil. Ich guck mal ganz kurz, ob da Component Kits vielleicht liegen. Mach ich. Mach du. Negativ. Nee, ich kümmere mich nicht um Eisen. Ich kümmere mich gerade um Component Kits, damit ich mir ein Auto bauen kann, was für Eisen Darf ich? geeignet ist. Wir könnten uns auch langsam so überlegen, wann wir anfangen wollen, uns eine Base zu bauen. Eine Ja. richtige. Ich hab jetzt nochmal zwei Component Kits in die Pistons hier rein investiert. Ja. So. Das hat in der Tat mehr. Jetzt kann ich endlich. Farmen, Tigo, ich bin stolz auf dich. Ich hasse dich. Sag mir bitte. Du hast noch ein Component Kit. Liegt hier. Hier. Hier ist so eine Pri da. Ich hasse dich. Bei mir. War sehr geil. Hast du einfach eine Kiste gemacht und da das Component Kit rausgeklaut. Weil ich mich dafür entschlossen habe, dass es platt spannender ist, wenn wir alle Samen in einer Kiste lagern, anstatt in einer. Es ist noch. Das hätten wir eh schon länger machen sollen. Bis das Auto fertig ist, ja noch 10 Jahre vergehen. Gott sei Dank, ich habe die zweite Piste. Leco mio, ey. Warte, ich will das ausprobieren. Ich möchte kurz was ausprobieren. Ja. Nur so als Test. Ja, natürlich. Teste.
Ich weiß schon, dass du das mit dem Hammer zerstören kannst. Also nur so. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich habe da schon eine Idee für. Also Okay. lass mich. Oh, das sind so Schwimmkörper ein oder Ja, sowas. das wollte ich auch. Ich wollte da jetzt schön so ein Teil drumrum bauen. Ich farm das So, gleich. Ich farm das Eisen wieder nach, aber erst wenn ich es verkraftet habe. Klar. Ich gehe mal vor unserer Haustür mal ein paar Schwimmtests durchführen. macht das. Wie denn sowas schwimmt? Also, erstmal kommt das gute Holz, ob das schwimmt. So, machen wir wieder hier weg. Das tut geil schwimmen. Tust du auch geil schwimmen? Das schwimmt auch geil mit dem. Oh ja, das schwimmt beides sehr geil, sehr geil. Gib her. Sehr geil, wie das schwimmt. Sehr geil. Das heißt, wenn ich das Auto komplett aus diesem Zeug. Das hat, ne? Das hat ja dieselbe. Ach, nö. Geil. Das heißt, du sagst, dass wir jetzt ganz viel Ding brauchen. Und alle Stahlmetall, alles. Also, da mir gerade aufgefallen ist, dass diese Double-Plastic-Folie genau die gleiche Auftriebskraft hat wie dieses normale verstärkte Holz, kann ich die auch eigentlich wieder rauslöschen. Ist ja richtig geil von mir. Richtig intelligent gewesen. So, haben wir jetzt schon das richtig geile Zeug? Erst denken, dann bauen. So. Ja. Ich baue gleich ein. Erst denken, dann bauen. Holy shit, ey. Hey. Geht doch. So, muss ich kommen? Oder habe ich noch Zeit? Wir haben echt Weiß zu. nicht, ich würde mich schon auf den Weg machen. Ja, mache ich sofort. Ich schmeiß noch mal ganz kurz ein bisschen Metall an. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal ein ganz grobes Fahrzeug, wo ich ein bisschen Metall mitfahren kann und dann baue ich weiter. Dass das auf Offroad fähig ist. Ist eine schlaue Idee, oder? Ah, ich Intelligenzbolzen habe das Holz zu Hause liegen lassen. Ich schul noch mal kurz das Holz. Ich bin sofort wieder da. Meinst du, es ist möglich, so einen Harvester zu bauen, der so um die Bäume greift und dann die durchzieht und dann immer die einzelnen Ja, glaube ich Baumstücke? schon. Ah, ich hatte doch noch Holz in der Tasche. Na, ich intelligent. Wird ja immer intelligenter, der Typ. Es geht los! Wie süß. Oh, die klatsche ich an. Ja. Komm! Sind hier eigentlich irgendwelche Haybots? Das ist die erste Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das war ja auch der Witz. Der war dann aber echt nicht witzig. Ja, Gott macht nicht witzige Witze. Oh nein. Immerhin verstehe ich Sarkasmus. Das ist kein Sarkasmus. Sarkasmus ist Lust. Wie. What the fuck? Wo ist mein ganzes Holz? Ja, aber dann war das nicht so viel Holz.
Ja, 200 Stück ist in einem Stack drin. Ja, auch wahr. Bei 200. 56. Warum haben die eigentlich so krumme Zahlen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist nicht eine binäre Zahl oder? Binär? Meinst du eine binäre? Ja. Boah, weiß ich gerade nicht. Muss ich überlegen. Ach, das weiß ich, sind der Doppelte von 128. 256, ne? Ja, Gut, dann ist das das eine ist die richtige. binäre Zahl. Wie der Jakob das sagen würde. Ja, der Binärzahl. Hast du rote Beete? Bisschen. Okay. Fährst du jetzt nach Hause oder bist du noch am Arbeiten? Bin noch am Arbeiten. Gut, dann klaue ich mir eine andere Kiste. Lässt du die vorher? Ja. Ja, noch eine zweite klauen. Ja, aber ich kann nicht so viele Kisten schleppen. Los! Was brauche ich denn dafür? Oh, nö! Komm, mach schneller. Fertig? Jawohl. Soll es gehen, ne? Jawohl. Mach mal hier unendlich davon. Warum hast du dir da Tier 3 Blöcke gebaut? Weil die die beste Schwimmkraft haben. Verstehst du? Es sind nicht viele Tier 3 Blöcke. Es ist nur einmal eine Außenumrandung. Auch nur eine Höhe von. Die unteren sind schon wieder die schlechten. Das sind 10 Blöcke, glaube ich. 10 oder 20 Blöcke, die das maximal sind. Ich gebe dir auch gleich das Material wieder. Keine Panik. Ich bin zuerst dran, ich bin zuerst dran. Mist. Wir brauchen gefühlt schon zwei von diesen Schredderteilen. Also irgendwie kommt mir so vor, dass wir beide jetzt bei unseren Autos deutlich mehr auf Sicherheit bauen. Gefühlt zumindest. Ja, das liegt daran, dass das letzte Auto, was ich gebaut habe, von irgendeinem Farmbot gewonshottet wurde. Ja, bei mir doch auch! Und deswegen sind wir beide jetzt so übervorsichtig, ne? Lieber mal das Doppelte hier. Warum ist denn, arbeitet er nicht? Arbeiten! Los! ZZ hier! So, ich glaube, in der Zeit, wo der noch ein bisschen arbeitet, mache ich mal ein paar Schwimmtests mit diesem Fahrzeug. Ich glaube, bevor das schwimmt, solltest du erstmal noch darum kümmern, dass das überhaupt Steine abbauen kann. Ha! Es schwimmt! Ich bin Pro! Geil, schwimmt schon mal. Das ist schon mal wichtig. So, und damit du dich nicht beschwerst, gehe ich jetzt ins Team fahren. Na, geht doch. Ah. Was? Da ist kein Benzin. Wenn das nicht in den letzten Stunden respawnt ist, ist da kein Öl. Ich habe das komplette Öl, was da ist, abgefarmt.
erstmal gucken, ob mein Audio-Bug eigentlich wieder immer noch besteht. Ja. Geil. Lassen wir mal. Soll ich auch was Sachen für Kleber mitnehmen? Ich mach mal nicht. Wenn du vorbeischwimmst, kannst du auch mitnehmen. Wie mir ein dummer Mann mal gesagt hat. Frage ist, ob wir genug Kleber haben. Warte, wo ist ein Kleber? Da. Steht im Regal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kleber zähle ich gerade. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Perfekt, mehr Holz. Das dauert nicht. Ich frage, ob du jetzt als genug zählst oder. Ja, ich weiß nicht. Reichen 16? Ein bisschen was mit. Hätte ich eh getan, aber Frage aus, ob ich jetzt jeden mitnehme oder nur. Nee, zweiten, nur wenn du vorbeikommst. Ich bin mir sicher, dass man dieses Öl pumpen kann. Ja, wie denn? In der Pumpe, die du direkt da reinpackst. Ich hab die Pumpe. Finde ja auch von allein von dem Verhältnis her sieht das doch gleich aus. Ja. Meinst du so eine Vakuumpumpe, oder? Ja, eine Vakuumpumpe. Es könnte sein, dass du dann so einen Boden brauchst.